Spät nachmittags, wenn die Besucher fort sind, holt sich Fürstin Gloria von Thurn und Taxis ihr Schloss zurück. 1980, frisch vermählt, zieht die Fürstin hier ein zu ihrem Mann, Prinz Johannes, in das herrschaftliche Residenzschloss St. Emma. Mit rund 500 Zimmern ist es das größte privat bewirtschaftete Schloss in Europa. Sie selbst bewohnt nur einen winzigen Teil. Doch auch das ist ihr Zuhause, ein Saal von außerordentlicher Bedeutung. Dieser Ort ist wunderschön. Wir befinden uns hier in dem Spiegelsaal. Dieser Spiegelsaal wird immer noch benutzt als Ballsaal oder als Speisesaal für große Empfänge und große Abendessen. Und hier hat auch unsere Brautsoiree stattgefunden, also der Polterabend. Am Eingang vom Schloss St. Emmaam, dort, wo sich erwartungsvoll die Besucher einfinden, ist Fürstin Glorias absoluter Lieblingsplatz. Ein Traum. Ein Traum. Ein üppiger Rosengarten, farbenfroh und mit dutzenden Sorten. Fürstin Glorias ganzer Stolz. Das ist der Sehnsuchtsort schlechthin. Ich sehne mich den ganzen Winter auf die Zeit, wenn die Rosen voll in der Blüte stehen. Es gibt zwei Momente, die großartig sind. Einmal, wenn die Magnolienbäume blühen, die beiden, die hier stehen. Und dann, wenn die Rosen da sind. Und die Rosen kommen noch, die werden noch größer. Das heißt, teilweise sind die Rosen größer als ich. Was gibt es für einen schöneren Ort? Fürstin Gloria ist konservativ, katholisch, schöpft Kraft aus dem Glauben, umarmt das Vergängliche. Daher ist der Kreuzgang, der älteste Teil des Schlosses, ein ganz privater Rückzugsort. Hier liegt die Gruft der Familie Thurn und Taxis. Im Mausoleum ist auch ihr Ehemann Fürst Johannes von Thurn und Taxis beigesetzt. Wenn Sie in so einem alten Haus sind und wenn Sie auch die Möglichkeit haben, die Toten in Ihrer Nähe zu haben, dann spüren Sie, dass zwar alles vergänglich ist, aber dass auch alles ewig lebt. Die Geschichte der Familie von Thurn und Taxis reicht bis ins frühe 12. Jahrhundert zurück. Fürstin Gloria will die Traditionen ihres Hauses bewahren. Dazu gehören soziales Engagement und auch der wirtschaftliche Erfolg mit Ländereien und Schloss Emmaam. Ich bin ja in einem Netz von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das heißt, wenn man in so einem Schloss lebt, das so viele Jahrhunderte überdauert hat und verantwortlich ist für das Schloss, dann zieht man sich auch diesen Schuh an und spürt auch, dass man hier nicht einfach, ich könnte jetzt hier nicht eine Disco reintun. Getanzt wird hoffentlich wieder im nächsten Sommer bei den berühmten Schlossfestspielen auf St. Emmaam. Dem Herzstück der Familiendynastie, der Sehnsuchtsort von Fürstin Gloria, von Thurn und Taxis.